engine powering down. Ich hoffe. Achso, ja. What the fuck? Engine powering up. Ich muss vielleicht ein Stück nach hinten fahren. Engine powering down. Vielleicht hilft das ja. Okay. Ich kann hier keine Scheinwerfer anmachen. Ist das alles auf Notstrom? Komme ich wenigstens raus? Ja, der Zyklop kann brennen, das weiß ich. Also, deswegen bin ich jetzt auch nicht... Also, ich hoffe, dass der hier überlebt. Wenn, dann war ich ein... Was steht drauf? Ihr wisst es. Ich will nur ganz schnell dahin. Ich bin gleich wieder weg. Jetzt habe ich wieder einen Anruf. Ein Anruf in Abwesenheit. Ah, ciao. Aua. Ciao. Ciao. Oh, schon wieder so ein Viech, Alter. Okay, der ist weg. Tschüss. Okay, ich hoffe, wir schaffen das hier. Hupsa. I was drunk when I got this here. Okay. Verwaltung, Frachtraum. In der Verwaltung waren wir ja schon mal. Ich muss ja in den Frachtraum. Aua. Und ich habe nichts zu essen und zu trinken dabei, ne? Ich bin so doof. Was zu essen zumindestens. Zum Glück habe ich hier eine Truhe geschlossen gelassen. Okay. Gib Gas. Du willst Spaß. Und hier kommt es gleich raus. Okay. Ah, wir müssen hier rum. Wenn der Zyklop jetzt gleich kaputt ist, dann ärgere ich mich. Sehr sogar. Ich kenne den Code noch auswendig, soweit ich weiß. Alles klar. Oder es war Fische. Oder verwechsel ich da gerade was? Rettungskapseln. Hier ist Stellarbohrzugang. Frachtraumzugangscode ist das. Ah, what the fuck? Ich hab die Kapitän vom Kapitän das noch nicht. Dann war ich ja echt umsonst hier, oder was? Och komm. Ich probiere noch mal die beiden. Was war das hier? Hm, 6483. Nein. Oh, dann habe ich echt die falschen Codes. Och nee. Naja, gut. So ein Chab ich aber auch. Ja, hab ich mich schon so gefreut. Ja, ich weiß, wir sind ja gleich wieder auf der Aurora. Auf der Aurora, auf dem... Auf unserem kleinen Kumpel. Im Gegensatz zur Aurora ist das wirklich ein kleiner Kumpel. Also
jetzt ärgere ich mich. Ich habe mich so gefreut. Ach, Manu. Hä? Ich komme hier gar nicht mehr hoch, ha? Muss ich also doch außen rumlaufen. Ach, Bernhard, der haut so richtig viele Emojis rein. Oh Mann. Das ist so süß. Danke. Danke für die Emojis. Braunchen wird sich freuen. Ich könnte die Brownie auch mal hier reinholen. Dann seht ihr sie einmal in Natura und dann ist alles gut. Ist hier richtig? Ja. Schnell! Ich hoffe, ich lande nicht auf dem Ding. Nee, es ist hier auch da vorne. Perfekt. Operation Kaffeemaschine bleibt. Jetzt müssen wir uns tatsächlich um die Kaffeemaschine kümmern. Es ist ein Unding. Hm. Ah, Mist. So, und dann hier nochmal. Jetzt ist nicht mehr so schlimm. Ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal ab. Bevor ich das vergesse. Ach, ich habe kein Licht. Ah, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Rechts, 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 nach hinten, nach hinten, nach hinten. Ich sollte vielleicht mal... Das wollte ich nicht. Ich wollte auf die Kamera. Es sollte jetzt gleich wieder rausgehen. Perfekt. Ja, ne? Mich auch sehr gefreut. Wir könnten hier runter tatsächlich. Okay. Wir gucken erstmal, dass wir normales Licht bekommen. Weil wir sind ein bisschen... Uptime. Leider habe ich keinen Uptime-Befehl mehr. Aber warum habe ich noch immer rotes Licht? Warte mal. Ich fahre mal ein bisschen raus. Sorry, ja, ja. Nee, sorry, sorry, sorry. Habe ich vielleicht irgendwas kaputt gemacht? Warning, engine overhead standard. Dem geht's gut. Nein, wir fahren mal in seichtere Gewässer. Kann ich in Ruhe nochmal drüber gucken. Habe ich echt irgendwas kaputt gemacht? Weil ich merke gerade, dass auch mein Antrieb irgendwie echt Banane ist. Ich habe mein Reparaturwerkzeug hier. Okay, der läuft. Habe ich am Anfang auch gedacht, aber das ist halt nicht so. Vielleicht liegt es am Anstrich. Ich habe keine Ahnung. Habe ich vielleicht irgendwas kaputt gemacht? Sieht doch alles taco aus. Ja, aber wo? Ich muss vielleicht ein bisschen unter Wasser. Das so geil ist. So, jetzt sind wir mal ein paar Meter unter Wasser.
Habe ich denn einen Lick? Also hier ist alles Taco. Das ist Buggy. Das mit den Luftblasen ist Buggy. Hä? Ist doch alles in Ordnung. Du siehst ja, wenn du Risse hast. Seitdem wir in der Nähe von der Aurora waren, ist das Ding defekt. Das ist ein Bug. Ich guck mich mal so um nochmal. Läuft es gerade nur auf Notstrom? Es hat 100%, also 100% Integrity. Ich nehme die Zelle mal raus und ersetze die. Leute, verarscht mich doch nicht. Ich kann nochmal hier wechseln. Vielleicht liegt es am Strom. Nö. Hier sind 3 auf 0. Wie ging das denn? Trotzdem ist alles auf 0. Hä? Das ist sehr komisch. Moment, wir machen mal ein Relog, würde ich sagen. Einmal reloggen. Sorry. Das ist ja komisch. Moment. Du hast ein Leck, du hast ein Leck. Mhm, ich hab ein Leck. Eine leere Batterie, das habe ich. Nee, also tatsächlich. Keine Ahnung, what happened. Muss ich ein bisschen ärgern. Nee, also, keine Ahnung, war anscheinend ein kleiner Bug oder so. Wenn man in die Nähe der Aurora fährt, kann es sein, dass es dann rumbackt oder so. So, so. Okay. Das ist ein Bug, ist bekannt. Okay, gut. Danke auf jeden Fall, dass ihr nochmal nachgeguckt habt, dass es ein Bug ist. War ich natürlich schon voller Sorge. Und dass ich irgendwas kaputt gemacht hätte. Der Zyklop wohl für romantische Stimmung sorgen. Ah, drücke 8, um Fehler zu melden oder Rückmeldung zu geben. Ach komm, hörst du auf. So. So, ich habe eine Idee. Wir holen uns einen von den beiden. Wer ist näher dran? Der hier. Alles klar. Der wollte einfach nur so ein bisschen kuschelig haben mit mir, hat sich gedacht, wie kann ich dem jungen Budern was Gutes tun? Ach, da habe ich mich gerade gewundert, wo das Ding ist. Und dann war es klar, kuschelig weich. So mal, wo wollen wir es haben? Hier ist ja unser Kumpel, irgendwo in der Nähe. Kann sein, dass wir gleich gebissen werden. Wir könnten ja theoretisch... Da links ist die Insel. Ach, scheiße. Da wird er irgendwo rumschwimmen. Ich schwör's euch, der wird rumschwirren.
So, wünscht uns alles Gute. Dass wir farewell ankommen. Da hinten, oder? Ich weiß sonst nicht, wie viele von diesen Viechern hier rumgeistern werden. Aber auf jeden Fall werden wir die Bulb Fiction hier gleich sehen. Okay, ich guck mal links und rechts. Da unten ist nur ein Riffrücken. Ne, der schwimmt am Wrack. Okay, wenn du meinst. Schlimmstenfalls würde er uns beißen. Ah, der ist hinter uns, ne? Okay. Alles klar. Soll ich mal hupen? Vielleicht kommt er dann. Sieht man überhaupt was? Was ist denn jetzt unter uns? Ach. Bulb Fiction. Ich guck trotzdem. Ah, da hinten ist ein Wracko. Und hier sind diese ekligen elektrischen Viecher. Die wir jetzt auch schon kennengelernt haben. In den letzten Folgen. Ich überlege, ob ich vielleicht. Ah, da geht's aber tief runter. Ich überlege, ob ich vielleicht mit dem Kumpel Schnürschuh dahin fahre. Oh ja, da wird's heiß. Ich drehe mich mal. Okay. Ich lasse den Motor mal an. Stromhammer. Antriebhammer. Okay. Jetzt ist schon wieder rot. Es hat zwei vorne, zwei hinten. Okay, also es gibt unterschiedliche. Warte mal. Das ist der Modus da, dieser geräuschlose. Einmal überlegen bitte. Das war auch mein Fehler gerade. Romantic Fantic. Jetzt haben wir wieder eins. Integrating new PDA data. Genau, aber ja genau, also hier gibt's nicht so viele von den Kollegas. Namens Leviathaner. Okay. Perfetto, dann haben wir das. Ich überlege gerade, da hinten ist unsere Basis, da fahren wir gleich eh wieder hin. Sollen wir nochmal zu diesem Wrack? Mann, das ist... Hey Jesus! Was ist denn mit diesen Fischen los? Hier war doch irgendwo ein Wrack, oder? Oder bin ich deppert? Ah, da. Ich würde vielleicht nochmal zum Wrack. Dann haben wir. Ist ja gut. Oh nein, da schwimmt so viel. Okay, krass. Ich hätte gedacht, es gäbe viel mehr. Ja, und dann halt in den Höhlen, ne? Das ja, und da gibt es ja auch nochmal welche. Ich weiß nicht, was man hier findet. Wo ist denn der Eingang? Seht ihr den Eingang? Ich will nämlich nicht so weit weg davon.